Hallo und herzlich willkommen hier bei Pyrox Games zu einer weiteren Folge von Dragon Champions. In diesem Video geht es rund um die Anfänge in Dragon Champions, denn ich möchte euch einen Guide, ja, sowas in die Richtung zumindest präsentieren, euch hier mal so einen Leitfaden an die Hand geben, wo ihr eure ersten Schritte in Dragon Champions vielleicht etwas leichter habt. Falls ihr das Spiel noch nicht installiert habt, könnt ihr das gerne tun. Unten in der Beschreibung habe ich einen Link für den Installer, für den Shop, für den Play Store bzw. den iStore. Könnt ihr da draufklicken und dann das Ganze runterladen. Funktioniert auf dem Desktop-PC nur so semi-gut. Deswegen am besten mobile benutzen und dann müsst ihr das Ding nicht irgendwie umständlich im Shop suchen. Jetzt geht's aber los hier mit ein bisschen den Anfängen. Dragon Champions, was das Ganze ist und was ihr so tun könnt, das habe ich ja in einem anderen Video bereits gemacht. Könnt ihr oben rechts auf die Seite klicken, auf das i. Da findet ihr den Link zu einem Ersteindruck. Dann seht ihr so ein bisschen, was euch an Features erwartet. Ansonsten, wenn ihr euch entschlossen habt und habt das Spiel installiert, dann geht es also richtig, richtig los. In einem neuen Spiel ist das ja immer so eine Sache, oh, was mache ich denn jetzt, was soll ich denn tun? Vollkommene Überforderung. Es gibt ein Tutorial, es gibt ja auch hier diese Missions, die einen so ein bisschen durch das Spiel durchleiten und führen und sagen, okay, jetzt mach mal das, jetzt mach mal das. Und das ist auch sehr gut und sehr schön, man kriegt einen guten Eindruck davon, was ihr irgendwie tun könnt. Und das allererste, was ihr tun könnt, ist nicht hier in den Shop rein und alles kaufen, außer ihr seid vielleicht etwas walischer veranlagt und gebt gerne Geld aus in Spielen, dann könnt ihr euch dann natürlich vollkommen austoben. Nein, das erste, was ihr tut, ist, ihr braucht ein paar gute Teams. Wenn ihr das Spiel startet, bekommt ihr eine Handvoll Chars an die Hand, nämlich Darien, Alluria und den, hier, wo ist er denn, Sharp bekommt man irgendwann. Also ihr bekommt so eine Handvoll Charaktere an die Hand für die Order und ein paar für die Clans. Und ich möchte euch jetzt so ein bisschen sagen, welche Charaktere sich am Anfang lohnen. Lohnt sich das überhaupt, diese Anfangscharaktere freizuschalten oder weiter aufzuleveln? Und wo kommt der Breakpoint, wo man vielleicht sagt, nee, jetzt switche ich mal um und lasse den einen oder anderen links liegen. Deswegen hier in der Order-Fraktion habt ihr ja 5 Charaktere tendenziell relativ zeitnah zusammen, nämlich Darien, Alluria, Pharo, Master Duo und Sharp. Und gegebenenfalls, falls ihr euch für 1,99 € das Pack für Freezard gekauft habt, habt ihr auch den zur Verfügung. Und so viel sei gesagt, ich möchte es euch nicht an die Backe labern, aber Freezard ist ein hervorragender Charakter, der ist exquisit, super toll und für 1,99 € extrem fair. Und er hat eine direkte Synergie mit Snorri, wo ich auch nochmal drauf komme. Und deswegen lohnt er sich doppelt, weil ansonsten ist er richtig, richtig schwer erst später im Spiel zu bekommen. Wie gesagt, ihr bekommt 5 Charaktere, Darien, Alluria, Pharo, Master Duo und Sharp. Und das, ja, es ist, im Prinzip könnt ihr sehr, sehr lange mit diesen Charakteren irgendwie auskommen. Darien schaltet auf Equipment Stufe 3, glaube ich, ist das, schaltet er seine Anführerfähigkeit hier frei, Commander in Chief, die erste Leader Ability, die ihr habt. Und ansonsten ist es mit Anführerfähigkeiten sehr, sehr in Anführungszeichen mau gehalten. Es gibt hier Qin Li, hat eine Anführerfähigkeit. Es gibt auch noch viele andere Charaktere wie Thalane, Solius und so. Die haben alle auch Anführerfähigkeiten, aber die könnt ihr noch gar nicht freischalten, weil es dafür die noch keine Events oder keine Plätze gibt, wo man sie überhaupt bekommen kann. Deswegen ist das erste, die erste andere Leadership-Fähigkeit, die ihr irgendwie brauchbar nutzen könnt, ist die von Patriarch Ki. Der gibt Bonus, Schild durch Heilung auf Order-Charaktere und Synergie mit Pandas und vielen anderen Kram. Aber der ist, wenn ihr den nicht im Shop teuer für Premium-Währung kauft, ist der sehr, sehr spät erst zu kaufen. Deswegen ist hier Darien eure Wahl für den Anführer und der lohnt sich dann in dem Moment auf jeden Fall hochzuleveln. Er bekommt ja mit seiner Leader-Fähigkeit, erhöht er die Haltbarkeit eures Teams, zusätzlich Physical Armor und Magic Armor. Und deswegen ist der wirklich am Anfang und auch sehr, sehr lange brauchbar. Alluria ist
eine sehr potente Heilerin. Auch die lohnt sich definitiv weiter zu leveln und auszurüsten. Und das Ganze könnt ihr im Prinzip so lange machen, bis ihr Xantara hier oder Xantara bekommt. Aber die ist auch erst sehr, sehr schwer oder nur über den Shop zu bekommen. Deswegen auch da müsst ihr mit Alluria sehr, sehr lange leben. Und die macht aber einen sehr, sehr guten Job. Die macht im Prinzip Heilung basierend auf dem Schaden, den sie zufügt. Und sie macht auch davon nicht gerade wenig. Also die ist wirklich, wirklich super gut und die lohnt sich zu behalten. Über Freezard brauche ich jetzt nichts weiter sagen. Wie gesagt, der ist einfach top. Der ist hervorragend in so einem Order-Team. Macht gegnerische Debuffs, Schaden massiv und vieles mehr. Das ist ziemlich cool. V solltet ihr am Anfang auch mit weitermachen, denn der macht neben ein bisschen AE-Schaden, hat er auch hier auf seiner Basisfähigkeit 10% Zugleiste on top und er hat die Möglichkeit, wenn man seine Fähigkeiten hochlevelt, hier weitere Verbündete ebenfalls mit zusätzlichem Ausweichen zu buffen. Das ist sehr, sehr gut, weil das hilft durchaus bei diversen Tanks, die vielleicht ein bisschen ausrüsten oder für den Heiler zu schützen. Ist zwar leider ein bisschen zufällig, aber das ist trotzdem, der macht auch ganz gut Schaden. Master Duo ist genauso auch, den kann man auch sehr, sehr lange behalten und den kann man auch ruhig getrost ein bisschen hochleveln. Der macht gut Schaden, der bufft die Gruppe. Also hier, das funktioniert auch sehr gut. Sharp wiederum ist so eine Sache, wenn ihr euch Freezard gekauft habt, braucht ihr den jetzt nicht mehr unbedingt, denn Sharp ist ein netter Charakter, aber wird relativ schnell von vielen anderen Charakteren outperformed. Also der wird relativ schnell in Anführungszeichen nutzlos, weil ihr was Besseres bekommt und deswegen braucht ihr den, wenn ihr natürlich Freezard nicht habt, dann könnt ihr den natürlich mit hochleveln, weil ihr braucht ja eure 5. Und entsprechend lohnt der sich auch. Ansonsten lohnen sich Charaktere, die man relativ zeitnah, oder ein Charakter, der sich relativ zeitnah bekommt, das ist der Snorri. Snorri bekommt ihr nämlich hier in Kampagne 5 bei den jeweiligen Kampagnen und ist da relativ gut erhältlich. Außerdem kann man ihn auch im Shop kaufen, aber da komme ich später mehr dazu. Und den zu haben, das ist eine gute, gute Sache. Ansonsten alles andere hier ist weitestgehend entweder nicht erschlossen oder erst sehr, sehr spät. Die Nightheal hier ist eine sehr, 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 sehr gute Damage-Dealerin, die macht ordentlich Schaden, aber auch hier gilt, die ist sehr, sehr spät erst zu bekommen, deswegen braucht ihr euch da erstmal überhaupt gar keine Gedanken drum zu machen. So, das sind so die Charaktere auf der Order-Seite. Ihr könnt getrost hier die 5 Charaktere wirklich hochpushen. Seht zu, dass die im Level-Up sind, dass die immer up-to-date sind, dass ihr wirklich immer auch weit mit da vorne kommt. Ihr rüstet sie aus, so gut es könnt, farmt das Equipment für die. Ihr könnt ja hier zum Beispiel, wenn euch was fehlt, könnt ihr das ja finden und könnt dann schauen, wo gibt's denn das Ganze und rüstet die aus. Nicht zu vernachlässigen sind die Runen. Runen solltet ihr auf jeden Fall da reinpacken. Das bekommt ihr ja, sobald ihr die Invasion of the Demons freischaltet, könnt ihr das ja machen. Und guckt, dass ihr die Runen auf jeden Fall voll habt. Und achtet ein bisschen darauf, dass die Charaktere auch ein bisschen Werte abbekommen, die ihrem Stil eher entgegenkommen. Ne? Ein Tank braucht nicht zwingend kritischen Schaden, sondern bei dem ist eher Überleben wichtiger. Gut, es kommt auch auf den Tank drauf an. Und entsprechend achtet ein bisschen darauf, dass ihr hier auf Gesundheit achtet, auf Shields achtet, auf Tenacity achtet, das ist ja die Zähigkeit. Also all so eine Sachen guckt, dass ihr das entsprechend draufpackt, dass zum Beispiel die Alluria als Heilerin vielleicht Gesundheit, aber weil sie ja heilt aufgrund von Schaden, vielleicht guckt, dass ihr da Schadensrunen draufpackt und da müsst ihr mal ein bisschen gucken, aber einen in Anführungszeichen detaillierten Runenguide gibt es demnächst auch noch von mir. Das heißt also, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich sag euch schon auch irgendwann, wie das mit den Runen genau funktioniert und was man da am besten machen kann. Dann kommen wir noch zu den Clans. Clans sind ein bisschen tricky und ich muss dazu sagen, die Clans sind momentan etwas variabler, finde ich persönlich. Es gibt allerdings auch hier bei den Clans nur 2 Leader momentan, die wirklich gut sind, die all around sehr gut sind. Das sind zum einen mal die Runta oder Runtha. Die hat eine sehr universelle Clan-Synergie hier mit den Leadership. Sie hat was für Orks, sie hat was für Pride-Charaktere, für Goblins. Das ist eine sehr gute Sache. Aber wenn ihr dazu kommt,
Hera hier freizuschalten. Die kann man recht gut farmen, wenn man entsprechend weit ist. Ne, die bekommt ihr zum Beispiel hier in der Kampagne 4, beziehungsweise auch Invasion of the Demons. Das ist dann so roundabout, so um die 25 bis 30, da bekommt ihr die. Und die hat eine sehr, sehr gute Anführerfähigkeit, insbesondere für Pride-Charaktere. Und da komme ich dann auch noch drauf, welche Charaktere ihr hier habt. Denn es ist ja so eine Sache bei Clans, vieles, was ihr hier unten habt, auch da gilt, es ist noch nicht viel da. Mordum geht nicht, Tanessa ist noch nicht mit drinne, General Murdoch, Renara, Borey, es sind sehr, sehr viele Charaktere noch nicht freischaltbar. Aber diejenigen, die es gibt, davon gibt es je nachdem. Also Hera hat eigentlich den etwas besseren Lead, aber da ihr sie relativ spät freischaltet, lohnt sich durchaus auch das Investment zunächst einmal in Runtha. Was ihr auf jeden Fall machen solltet, das ist Mortha. Mortha ist die einzige Heilerin auf der Seite der Clans. Und Heiler sind gerade, wenn es um die Kampagne geht, extrem wertvoll. Wirklich extrem wertvoll. Deswegen hier seht zu, dass ihr Mortha, sobald ihr sie freigeschaltet habt, auf jeden Fall ausrüstet. Denn ohne habt ihr es in der Kampagne mitunter relativ schwer. Was jetzt nun die beiden Event-Charaktere Kaggy und Atom angeht, Atom als Tank ist nett, aber solange wie ihr keinen anderen Tank habt, auch durchaus brauchbar. Aber ich würde eher dazu raten, seht zu, dass ihr einen anderen Tank bekommt. Da gibt es derer zwei, die wirklich gut sind. Zum einen Salvador, das ist ein super duper Tank. Der hat eines der besten Pakete an Tanks, die es gibt, denn er hat zum einen für zwei Runden Spot und er hat die Möglichkeit hier mit Steel Shell seinen erlittenen Schaden um 90% zu reduzieren. Das ist ganz, ganz krass, ganz, ganz stark. Und wenn Hera hier mit dabei ist, deswegen sage ich, seht zu, dass ihr irgendwie Hera noch bekommt, zumindest freigeschaltet, bekommt man am Anfang einen, die Pride-Tanks, also die Tier-Tanks, bekommen Taunt-Spot für zwei Runden. Das heißt, es ist ein Pre-Taunt, sobald der Kampf startet und der Gegner kann euren Charakter, eure Charaktere nicht rauspicken. Außerdem gibt es auch noch Unsichtbarkeit für alle anderen Pride-Charaktere und das ist sehr, sehr geil, weil im Prinzip sorgt ihr dafür, dass der Gegner an euch so nicht rankommt. Deswegen Hera mit Salvador ist eine gute Sache, wo ihr so als erstes drauf hinarbeiten könnt. Da spielt dann natürlich auch der gute Kaggy hier mit rein, der sehr, sehr gute Supporter-Qualitäten hat. Er macht zum einen, macht er Schaden auf alle Gegner und er bufft auch noch eure Gruppe mit zusätzlicher Geschwindigkeit. Dadurch wird natürlich euer Team deutlich, deutlich schwieriger zu töten, beziehungsweise schneller. So. Ansonsten von den Charakteren, die ihr hier sonst so freischalten könnt, lohnt sich Tromgar auf jeden Fall. Den könnt ihr aber nicht aktiv freischalten, sondern nur im Laufe der Zeit über die Achievements. Deswegen müsst ihr einfach warten, bis ihr genug Splitter zusammen habt, um Tromgar zu haben. Ist nämlich ansonsten auch ein extrem starker Tank, den ihr haben könnt. Und eine Sache, die habe ich euch noch nicht erklärt, nämlich hier in den Stats gibt es immer eine Popularity-Anzeige. Da kann man hier auf das i klicken und kann dann sehen, mit welchen Charakteren die hier eine besonders gute Häufigkeit an Nutzung haben. Also das, was favorisiert wird. Ne? Hier mit Runtha, Mortha und auch Alluria hier mit bei. Da kann man ja in der Arena ein bisschen variieren. Also Tromgar, sobald ihr ihn freischaltet, ist ein hervorragender Tank. Kein guter Anführer, aber ein sehr, sehr guter Tank. Dann gibt es hier noch Kyra und Kyra ist etwas, was ihr euch auf jeden Fall besorgen solltet. Kyra ist zwar grundsätzlich sehr, sehr spät erst freizuschalten, aber ihr bekommt sie hier im Gildenstore. Und zum Thema Gilde sage ich gleich noch was. Kyra ist ein extrem starker Damage-Dealer. Zum einen hat sie eine Fähigkeit mit 4 Runden Cooldown, die es ihr ermöglicht, unsichtbar zu werden, aber auch, auch die anderen Teammitglieder nochmal zu tarnen. Und es gibt eine Counter-Attack
für alliierte Tanks, für verbündete Tanks gibt es eine Counter-Attack mit diesem Ding. Das heißt, sie tarnt die ganze Gruppe und Tanks stehen da mit Counter-Attack und hauen viel Schaden rein. Und sie selbst macht auch enorm viel Schaden und sie ist die einzige, glaube ich, momentan aktuell, die die Chance hat, Daze, also Verwirren auf den Gegner zu bringen, wodurch der Gegner keine Bonuszugleiste bekommen kann oder auch nicht kontern kann. Deswegen ist Kyra im Moment ein absolut genialer Charakter, den ihr euch auf jeden Fall farmen solltet. Ansonsten bei den Charakteren ist es, ja, ist relativ schwierig. Runtha hat eher eine Synergie mit den Orks, also mit Korkrim hier, den ihr über die Daily freischaltet, mit Tromgar oder auch mit Mortha. Und Hera ist halt eher mehr mit den Pride-Charakteren. Da müsst ihr mal gucken, was ihr habt. Aber wenn ihr Salvador und Hera habt mit Kagi zusammen und Mortha da rein, habt ihr schon ein sehr, 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 sehr solides Team. Wenn ihr noch den Tromgar da reinmacht, dann steht das Ganze relativ gut. Und dann habt ihr ein sehr, sehr gutes Team für die Kampagnen. Die ganzen Charaktere gibt es ja, wie gesagt, auch hier in den Shops. Und da gibt es derer 4 bzw. 5. Es gibt natürlich zum einen den Shop, wo ihr für Premium-Währung was kaufen könnt. Aber wenn ihr wirklich Free-to-Play unterwegs seid und nicht gerade Massen an Premium-Währung habt, rate ich euch da eher nur im Notfall zuzugreifen. Ansonsten gibt es natürlich den Gilden-Shop und da habe ich angekündigt, oder habe ich es ja gerade schon gesagt, es gibt zum einen die Kyra. Kyra ist das Ding, was ihr auf jeden Fall haben wollt. Das bedeutet, sobald ihr eine Gilde habt, könnt ihr hier Gildenwährung bekommen und Kyra freischalten. Und das solltet ihr auf jeden Fall tun, weil die extrem stark ist. Wenn ihr das habt und habt sie soweit voll, dann könnt ihr auch Hera nehmen. Wie gesagt, Hera eine sehr gute Anführerin, die kombiniert sich sehr, sehr gut. Und das sind so die ersten beiden Charaktere, die ihr euch im Gilden-Store auf jeden Fall besorgen solltet. Dann gibt es den Arena-Shop. Im Arena-Shop ist das ein bisschen tricky. Es gibt hier natürlich Splitter für Sharp und Sengil und so. Was ihr aber auf jeden Fall machen solltet, das ist Salvador. Wie gesagt, ist einer der besten Tanks momentan. Auch gerade, wie gesagt, mit einem Hero Lead. Deswegen Salvador, den könnt ihr hier sehr gut bekommen. Holt euch Salvador und wenn ihr das Ding habt, dann holt euch hier auch noch den Master Duo, weil der hat sehr, sehr gute Synergien dann mit Meister Key und auch grundsätzlich, habe ich ja gesagt, eine sehr, sehr gute Support-Rolle für die ganze Party. Ich würde euch gerne sagen, was hier im Tower Shop ist, aber ich bin leider noch keine 35. Ich würde es euch zeigen. Ich sage es euch jetzt trotzdem, denn im Tower Shop gibt es zum einen Mortha, also hier die Ork-Heilerin, die solltet ihr euch da auf jeden Fall zusätzlich auch noch besorgen. Als erstes, wie gesagt, es ist die einzige Heilerin auf Seiten der Clans, deswegen holt euch da Mortha und wenn ihr die habt, bekommt ihr dort auch Splitter für Snorri, ne? Wie gesagt, auf Order-Seite sehr, sehr gut mit Freezer zu kombinieren oder alternativ mit Venomate. Und Venomate ist ein anderer Charakter, der eine sehr starke Synergie hier mit Kyra hat. Wenn ihr Kyra habt und Venomate, könnt ihr da eine sehr, sehr coole Synergie aufbauen mit Voiran, dem Schlitzer hier, mit dieser Riesenechse oder so. Das geht auch, aber deswegen ist im Tower, wenn ihr da entsprechend Mortha fertig habt, farmt euch Snorri und Venomate. Für Stars, okay, das ist klar, wenn ihr da entsprechend das Ganze habt, müsst ihr mal gucken, was da für Charaktere sind. 7-Sterne-Charaktere braucht ihr dafür, um die Splitter zu bekommen. Und da gibt es dann ein bisschen Equipment, da gibt es dann auch eventuell Charaktersplitter und das wird wahrscheinlich auch sehr zufällig sein. Deswegen kann ich euch jetzt leider auch noch nicht sagen, aber dann kriegt ihr auf jeden Fall ein Update. So, das sind die Shops hier, die ihr habt und eine Sache solltet ihr auf jeden Fall auch immer machen, natürlich. Die Challenges hier auf jeden Fall immer machen, wenn ihr könnt. Immer so gut und so stark, wie es irgendwie geht. Und natürlich solltet ihr euch auch eine Gilde besorgen. Hier bei mir zum Beispiel, sind die Frostwölfe. Wir sind ein Gildenverbund. Hier kleine Werbeeinblendung. Wir sind der Wolfsclan und wir haben mehrere Gilden, die sich momentan im Aufbau befinden. Also wenn ihr noch eine Gilde sucht, könnt ihr gerne einfach dazukommen. Link zum Discord packe ich euch auch in die Beschreibung. Wenn ihr Bock drauf habt und Stufe 20 seid, könnt ihr da gerne reinkommen. So, Werbung, Ende. Was die Arena angeht, dazu kann ich euch jetzt gerade noch nicht so viel sagen, denn
Arena. Es gibt noch keine richtige Meta oder man weiß noch nicht so genau, was das ist. Deswegen kann ich euch da auch noch nicht sagen, welche Charaktere ihr im Speziellen für die Arena farmen sollt. Aber sobald ich da mehr Informationen habe, gibt es dann natürlich einen Farm-Guide bzw. einen Arena-Guide, was momentan so State of the Art ist. Ansonsten hoffe ich, dass ihr jetzt so ein bisschen einen Einblick bekommen habt, was sich vielleicht lohnt für euch, wie ihr anfangen könnt. Ganz wichtig, vergesst wie gesagt nicht eure Runen, das ist extrem wichtig, weil die machen euren Charakter ziemlich stark und levelt euch, pickt euch eine Handvoll Charaktere raus. Wie gesagt, ich habe euch gesagt, welche sich da aktuell momentan lohnen und pickt die euch raus, levelt die hoch. Und habt ein Ziel vor Augen. Wie gesagt, auf Order-Seite sind das solche Sachen wie zum Beispiel Nightheal oder, ja gut, den Hardorg, aber Patriarch Key hier zum Beispiel. Das sind so zwei Ziele, die ihr euch setzen könnt. Aber dafür müsst ihr erst mit der Kampagne vorkommen und genau, dann kommt ihr da durch. Ich hoffe, das war jetzt ein Guide nach eurem Geschmack vielleicht. Wenn dem so ist, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal auf jeden Fall, denn es kommen noch viel mehr Videos hier zu Dragon Champions. Teilt das Video und wir sehen uns wieder bei einem anderen Video zu Dragon Champions. Bis dahin, ich bin der Simme, habt noch einen schönen Tag, vielen Dank fürs Einschalten, stay tuned, ciao.